Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Halo 5 auf Legendär. Scharfschütze. Und ich spiele heute mit meinem neuen Controller. Ich muss sagen, er fühlt sich mindestens zwei bis dreimal so schwer an wie der normale Controller. Ich will jetzt euch hier ein bisschen davon erzählen. Nicht zum Angeben, sondern für euch zur Info. Es ist aber nicht so schlimm, dass er so schwer ist, denn tatsächlich kann man ihn deswegen leichter halten. Er rutscht nicht so leicht aus der Hand, muss man sagen. Er hat auch gripfeste quasi, ja, wo man die Controller halt festhält. Griffe. Griffe nennt man das, glaube ich, ne? So, Team übrigens. Blau hat einen Vorsprung. Wir fallen zurück, wenn wir hier nur rumstehen. Ich stehe nicht rum, ich habe einen Sniperblatt gemacht. Oh, schon wieder der nächste? Oh Gott. Ja, ansonsten sehr metallisch. Jedenfalls sieht das so aus. Ja, es hört sich etwas metallisch an. Der Großteil ist natürlich Plastik. Ups, das war mein Fehler. Aber man kann die Knöpfe halt rausnehmen, diese ersetzen, sodass man sich quasi den Neukauf eines Controllers spart. Also mir gefällt es bisher. Noch hat er mich nicht enttäuscht, wobei ich habe noch gar nicht mit ihm gespielt. So, Blechbubi. Was hast du davon? Hast du da irgendwo einen Wächter bei dir? Ich glaube, die haben ein Scharfschützengewehr von den Promethianern genervt, kann das sein? Normalerweise war das ein One-Shot. Scharfschützengewehr? Ich habe ein Scharfschützengewehr. Ach so, das ist ein spezielles. Ah. 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 Die Lackierung war's. Oh Gott. Ich glaube, mich kann man nicht wiederbeleben, oder? Okay, wir wissen aber, die sind empfindlich am Kopf. Deswegen treffen wir sie am Kopf. Wo bist du? Da verpisst sich der eine Scharfschütze. Da ist ein Scharfschütze auf jeden Fall tot. Da gesetzt sich der zweite dazu. So, man könnte ja aufhören, neu zu spawnen. Promethianer haben den Eingang abgeriegelt. Ist alles voller Sniper, ey. Ist ja unglaublich. So, es gibt auch einen speziellen Knopf am Controller. Der soll verursachen, dass die Trigger nicht ganz runtergehen. Ich hab's jetzt mal aktiviert. Ach, das ist umständlich, ganz schön umständlich. Aber ich glaube, das ist besser im Multiplayer. Ach komm, ich will nur dein Köpfchen haben. So, noch irgendwo jemand? Achso, hat genau gleich viel Munition, na gut. Behalten wir das Stylische mit der Farbe. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich spüre ein rotes Funkeln an meinem Kopf. Gebiet Okay, ich glaube, das gesichert. war's. Governor Sloan, eine Tür versperrt uns hier den Weg. Ich öffne sie, Spartan. Sehr nice. Keine Anzeichen, dass Team Blau in einen Kampf verwickelt war. Sind die irgendwo anders rein? Ich wette, die Promethianer haben sie gar nicht angegriffen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sinn und Realität sind nicht immer dasselbe. Ich sehe mal wieder nichts Verstecktes. Scheiß drauf, wir wollten nicht sprinten. Ich werde auf jeden Fall meine Sprinten-Taste verlegen, weil es geht nicht. Mit der Taste kann man nicht sprinten. Damit kann man sich vielleicht ducken oder zielen, aber nicht sprinten. Schon oft genug fehlgeschlagen mit dem Sprinten.
Jennifer hat mich dazu überredet, mit ein paar Leuten nachzusehen, was unter dem Felsen war. Sie haben etwas gefunden. Es sieht aus wie Metall, keine Schlacke. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Ich schicke Ihnen bald die Ergebnisse einiger Proben. Aha. Keine Ahnung, wovon er redet. Also ich kann mich nicht entscheiden, entweder die Sniper oder die Raygun. Die Raygun ist natürlich nicer und das Sniper spiele ich natürlich um Längen lieber. Und vielleicht sogar besser. Oh, ich dachte, ihr wärt Prometianer. Bitte nicht so erschrecken. Dankeschön. Hier steckt eine Menge Geld drin, aber wo bleibt der Profit? Sicher, dass deine Mom bei der Funkaufklärung war? Du klingst wie eine Bankierstochter. Leon Dortmund bezahlt mehrere Generationen von Trotteln, um das Glas aufzubrechen und besitzt danach einen ganzen Planeten. Eine große Gaunerei, aber sie lohnt sich. Hier draußen gibt's nichts mehr zu tun. Wir sollten rein. Uno momento. Munition, wenn wir nicht? Mehr nicht? Es war verdammt versteckt hier. Okay, der ist hergekommen, aber... Es war doch verdammt versteckt. Ich dachte, hier wäre irgendwie der Schädel oder so. Wenn was Tolles. Und nicht so ein Scheiß. Warum leuchtet es da hinten? Hui! Okay. Da war wohl nichts. Ich fühle mich von diesem Spiel langsam verarscht. Jedenfalls, was die Schädel angeht. Naja, wir haben jetzt die prometianische Sniper. Ich bin gespannt, wie sie jetzt wirkt. Damals war sie One-Shot. Jetzt ist sie irgendwas. Okay. John ist also hier rein, ja? Tatsächlich. Da hängt jemand, ne? Huch! Das ist jetzt ein Laser. Ich glaube, dafür muss man schon ein bisschen geskillter sein. Oh Gott, da ist ja noch einer. Gewöhnungsbedürftig. Aber okay. Zielt sich aber auf jeden Fall sehr angenehm. Muss ich sagen. Ist ein bisschen sensibler als ein Sniper, aber trotzdem, ich glaube, es ist stabiler. Ich glaube, es ist irgendwie so stabiler. Auf jeden Fall anders. Erdbeben! Zieht die Köpfe ein. Was kommt da? Nur die Kleinen hier. Oh Gott, ich bin mal weg. Dein Ernst? So jetzt kämpfen und nicht gegen die Wand laufen. Ja, Gabelstab. Die kennen das Wort Gabelstab. Ich bin beeindruckt. Hey. Warst du nicht offen? Automatikgeschütze. Wenn wir sie aktivieren, erledigen sie die Prometianer im Nu. Wenn du das sagst, Bro. Jetzt. So, irgendwo war hier offen. Oh, der ist schon tot. Ich glaube, das Geschütz hält nicht allzu lange. Aber ich bin jetzt schon mal unten und ich werde nie wieder hochkommen. Halt, der ist offen. Das war der offene. Kommen Sie zurück, Mister! Ich hasse Leute, die abhauen, wenn sie No-Shield sind. Ach komm, wie ich seinen Kopf nicht treffe. Ich hab zuerst gedacht, das wäre so ein kleines Viech. Ich bin ein bisschen in Panik geraten. Das wäre nur so ein Crawler oder so. Wo ist der Typ hin, der offen war? Ah, ich habe 7 Munition damit, okay. Wobei, wir nehmen die Sniper hier. Ja. Ist beides gut, ne? Aber die Sniper ist, glaube ich, noch ein Stück besser.
Keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Zurück können wir immer noch zurück. Ach. Jo, ich kann hier nicht wiederbelebt werden. Ich sollte auf jeden Fall weg. Leute, vielen Dank fürs im Stich lassen. Bin stolz auf euch. Boah, wie ich die nicht treffe, ne? Schauen wir mal, dass wir uns irgendwie ein bisschen ansneaken. Uah. Hi. Gratis-Grenzbildung präsentiert die Geschichte Meridians Teil 7. Die Waffenproduktion wurde zur Haupteinnahmequelle der Kolonie und ein Auftrag für die Fertigung des Scorpion-Panzers sicherte Meridian eine strahlende Zukunft. Aha. Haben Sie vielleicht deswegen den Panzer? Und wir sollten hier nicht kämpfen? Nur ein paar Monitore, aber noch kein Schädel. Guckt euch mal, wo ich mich finde. Ich befinde mich am Arsch der Welt und hier ist kein Schädel, ey. Soll's einer begreifen. Scheiß auf das Ding da. Gibt's nicht auch irgendwo automatische Geschütze? Meint ihr, wir kommen dahin? Hm. Was zum? Erschreckt mich nicht so, wenn man mich erschreckt, lande ich Headshots. Ich sehe schon, wo wir hin müssen. Oh Gott, lass mich vorbei. Oder auch nicht. Ich dachte, hier könnte man sie aktivieren. Wahrscheinlich aktiviert man sie auf der anderen Seite. Okay. Wenn sie mich jetzt noch wiederbeleben könnten, wäre das echt klasse. Nein, okay, dann nicht. Ich dachte, ihr seid nur... Also es ist doch auf der rechten Seite die Geschütze. Okay, dann müssen wir auf die rechte Seite. Beziehungsweise auf der rechten Seite ist es aktivieren. Ob denn... Echt jetzt? Ab hier? Ah gut, dann beeilen wir uns ganz kurz. So viel zu dir. Dann zu dir. Erdbeben. Zieht die Köpfe ein. Automatikgeschütze. Wenn wir sie aktivieren, erledigen sie die Prometianer im Geschütze feuern jetzt. Eine Saw liegt hier auch noch. Auf jeden Fall noch mehr Saw. Ich versuche mich mal kurz hier rüber zu schleichen. Ah, das könnte schief gehen. Bitte, Zero. Bitte. Okay. Weiß nicht, was meine Jungs da machen. Wahrscheinlich gerne sterben. Aber ist ja auch egal. Sind sie tot? Was sind nur so kleine, ne? Nee, doch nicht. Was zum Teufel treibst du da hinten, ey? Läuft er gegen die Wand. Und die Geschütze sind wahrscheinlich schon kaputt, ne? Kommen die hier schon? Da kommen noch mehr Prometianer durch die Tore. War vielleicht nicht so gute Idee, das Skript jetzt schon mal zu starten. Aber egal, ich laufe einfach zurück. Also, ich muss sagen, es ist ein bisschen schwerer geworden, die Köpfe zu treffen. Wer hat das gesagt? Das kommt doch von hier? Okay.
Wenn er meint. Ach, von da unten kam das. Ah, ich verstehe. Was du nicht sagst. Hier ist irgendwo ein Gang nach unten. Hallo, Dude. Ah, nett, aber brauche ich nicht. Laufen wir mal hier unten lang und Ach, der kommt jetzt wieder plötzlich, ja? Der ist doch verwirrt, der Bengel, oder? Es ginge theoretisch noch weiter runter. Ja, mit der Waffe bekommst du ja auch nicht tot mit dem Headshot, ne? Nur mit deren eigene. Mit eigenen Waffe von denen. Kriegst du sie ganz easy. Da kommt er einfach zurück. Nee, tut mir leid, du. Du warst halt einfach im Weg. Okay. Nichtsdestotrotz müssen wir versuchen, da hochzukommen. Okay. Das hat schon mal funktioniert. Aktivieren wir den ganzen Kram hier. Geschütze feuern jetzt! Boah. Muss mich voll konzentrieren, auf wen ich hier ziele, finde ich. Ach, jetzt abgehauen. Tischlawiner. Oder? Ich habe so das Gefühl, der ist hier irgendwo. Willst du mich eigentlich verarschen oder was? Ich wusste doch, dass er hier irgendwo ist. Okay, die haben die Geschütze schon kaputt gemacht. Halt, Moment. Der hat schon keine Deckung mehr gehabt. Ja, zumindest sind wir schon mal zu zweit. Lauf doch nicht weg. Du fuck, bist du schnell. Holm, habt ihr es gesehen? Der ist ja durch die Gegend gerast wie so ein Kranker. Ja, die Geschütze haben Scheiß gebracht, ganz ehrlich. Ah, so werden wir also auch hier leicht drüber kommen, ja? Na gut. Boah, ist ja gut, ihr da hinten. Respekt. Na komm, zeig dein Köpfchen nach vorne. Super. Noch einer weniger, aber... Oh Gott. Mach das. Nee, falsche Taste. Ah. Nee, ist leider nur so ein Alarmhörnchen, ne? Also eher uninteressant. Boah, wie nervig. Kann nicht rausgucken, ohne getroffen zu werden. Hallo, du da! Ah! Bin mir unsicher, wann ich da abdrücken muss bei den Heinis, ey. Wie, du lebst noch? Jedes Mal, wenn ihr seht, dass ich nachlade, obwohl ich gar nicht muss, heißt das, ich habe das Gefühl, dass ich ihn besiegt habe. Das ist schon ein Reflex, wenn man jemanden tötet, gleich zu nachts laden.
Das Auto, Freunde, nachladen. Da kommen einfach schon. Ah, da kommt die nächste Schane. Halt, du bist offen. Das sind also noch die Crawler, ja? Hä? Das war dein Hintern. Oh Gott, bist du hässlich. So. Noch mehr Crawler? Crawler? Jetzt wollte ich schon Krabbler und Crawler gleichzeitig sagen. Das war dein Kopf, ich hab's doch. Okay. Der hat eine Rüstung auf dem Kopf anscheinend. Da sind einfach noch mehr. Das hört nicht auf, ey. Ja. Noch mehr Crawler. Wunderschön. Nimm dies. Huch. Wer ist denn da lang geflogen? Ich glaube, der wurde weggedrückt von ihr. Geht ein bisschen die Muni aus. Hat jemand hier ein bisschen Stoff? Gibt's doch nirgends Nachschub, ne? Ah, ist doch irre. Okay. Das hört einfach nicht auf. Da sind krass viele, ey. Könnt ihr knicken? Ich werde euch nicht helfen, sonst werde ich sterben. Bale ist tot. Ich weiß gar nicht, was du hast. Okay, kurz ausruhen. Tanaka lebt ja immer noch. Tanaka gefallen. Neu formieren. Jetzt nicht mehr. Hör das nochmal auf. Oh Mann. Wer war das? Das sah mir nicht nach einem Crawler aus, oder? Also der Schuss an sich. Huch. Sehr langsame Schüsse. Ich sehe deren Köpfe gar nicht. Ich denke mal, das ist der Kopf von denen. Das, dabei ist das der Hintern. Jetzt hör auf, hin und her zu springen. Stelle dich wie ein Mann. Was haben wir hier? Sturmgewehre? Oder Noob. Okay, Noob. Halt, das war mein Sniper. Die hat noch ein bisschen Muni. Zwar nicht viel Muni, aber egal. Hier haben wir noch eine Saw, die ist aber eher scheiße. Dann musste sie töten. Ich muss sagen, von der Präzision gegen die Prometianer ist die BA besser als die DMA. Die DMA ist mehr, glaube ich, für den Multiplayer geeignet. Beziehungsweise für Range-Attacken. Wo man ruhig drauf zielen kann. Was war das jetzt ganz genau? Wie hat er mich getötet? Ich habe ihn voll auf den Rücken geschossen. Geschlagen. Achso, nur weil er ein Hauptmann ist, kann er mich jetzt mit einem Blick töten oder was? Das ist bezweifle ich aber stark. Wo ist er hin? Bist du alleine? Anscheinend nicht. Oh Gott. Da kommt noch ein bisschen mehr, glaube ich. Feuer konzentriert.
Die mit ihrem Scheiß rumhoppen. Oh Gott. Achso, der ist schon tot. Ah, ich bin hier, ich bin hier. Okay, dann nicht. Oh Gott. Okay. Ich verstehe. Einspringer. Wir laufen mal kurz hier unten und gucken mal, was hier ist, solange die hier rumkämpfen. Ah. Bleib zusammen, wir haben Vale verloren. Springer vor uns, kampfbereit machen. Brauche Hilfe! Leute, Panzerung blockiert. Das war nicht der Springer. Keine Sorge, Lock, hab dich. Danke, Spartan. Um Gottes Willen. Würdet ihr nicht mittendrin stehen und mich wiederbeleben? Dankeschön. Ich würde mir am liebsten die Schrotflinte holen und den Assi fertig machen. Eigentlich müsste ich mit, mit der Präzisionswaffe ran. Würdest du mal sterben oder so? Die sind ja so zäh wie Jäger, ey. Gesichert. Zum Gebäude vorrücken. Okidokli. Die haben wahrscheinlich auch nichts, ne? War ein Versuch wert. Das ist definitiv. Ah, das wird böse enden. Was ist das? Wir haben seit Requiem immer wieder Prometheaner-Angriffe erlebt, aber noch keinen so heftigen. Irgendwas scheint sie angestachelt zu haben. Wächter? Kann nur eins bedeuten. Blutsväter-Artefakte. Oder ein Artefakt von den Blutsvätern. Ich bin mal gespannt, um was es sich da handelt. Wobei, es muss ja irgendwas mit Cortana zu tun haben, ne? Soll ich hier einfach runterspringen? Ich denke mal schon, oder? Hier ist was. Sieht aus wie ein Illuminat. Sie kommunizieren nicht. Haben wohl kein Interesse an uns. Achso, die Dinger hier. Aber behaltet sie im Auge. Diese Dinger, Lock, nennt man Wächter. Den Blutsfiltern mangelte es nicht an Stil. Sieht aus, als ob wir runter müssen. Seht euch das an. Zeichnet alles auf, dann können wir es uns später ansehen. Spartans, ich verliere hier Sie. Governor? Endlich Privatsphäre. Das ist nicht gut. Dieser Ort ist riesig. Warum würde Sloan so einen Fund nicht melden? Heilige Mutter. Tanaka? Buck meinte doch, Team Blau musste nicht gegen Prometheaner kämpfen. Tja, Sloan mussten sie auch nicht lange überreden. Glaubst du, Sloan hat sie runtergelassen? Es wäre eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, ja, aber keine Tatsache. Wenn Sloan etwas zu verbergen hat, holen wir es aus ihm raus, nachdem wir hier fertig sind. Ja, das heißt, er hat beide Teams jetzt absichtlich hergeschickt. Aber um was zu tun? Was beabsichtigt die verrückte KI? Hm. Ob er auf irgendwas bei den Untersuchungen von diesem Ort gestoßen ist, irgendwas Mächtiges, wo er vielleicht nicht gegen ankam? Oder brauchte er vielleicht, ja, diese DNA von John, von dem Master Chief? Weil wir wissen ja, er hat sich ja mit, oder er hat ja in Fallout 4 die Bibliothekarin getroffen und die hat an ihm eine genetische Veränderung gemacht. So, die Frage ist natürlich, kann eine KI sowas, ja, orten, wenn sie nicht in seinem Panzer ist? Das werden wir wohl erst demnächst erfahren, was hier genau abgeht. Wir gucken schon mal hier. Was haben wir hier? Aha. Wir können damit nicht zoomen, aber wir können in der Luft stehen bleiben. Das ist auch was Feines.
Na gut, wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.